Herzlich willkommen, neue Episode Spaß mit Flaschen. Ich habe wieder Martin da. Grüß dich. Hi. Und wir sprechen heute ein bisschen über Korn. Spaß mit Flaschen, Spaß mit Flaschen, wow. Jo, das so. Pott, ne? Das läuft. Genau, wir glauben nämlich, nachdem wir euch schon die Trendspirituosen sozusagen vorgestellt haben, dass auch der Korn eine bedeutende Rolle spielen wird. Bedeutend. Gut, vielleicht nicht ganz so bedeutend. Was glaubst du? Wird der Korn eine bedeutende Rolle spielen? Naja, also wie man hier so sieht, haben wir ja schon eine Menge Körner hier gesammelt, 8 Stück an der Zahl. Alles relativ neue Marken auf dem Markt, also außer Behrensen vielleicht, aber zumindest versucht Behrensen da auch etwas am Image zu arbeiten. Ja. Aber ich denke mal, all diese Hersteller oder die Leute, die dahinter stehen, die sagen sich, wow, Korn wird das nächste Ding. Ja. Gibt es auch schon in der Presse so ein paar Artikel von der Süddeutschen bis andere Zeitungen, die jetzt über einzelne Kornhersteller berichtet haben und sagen so, ja, da sehen wir Potenzial drin. Ne? Mhm. Ja. Genau, und da habe ich, oder haben wir heute mal hier so 8 verschiedene Korn zusammengestellt, die ja ganz interessant sind und vielleicht, ja. Genau, manche vielleicht sogar vielleicht schon bekannt bei einigen. Also ja. Berliner Brandstifter ist jetzt vielleicht so am ehesten was man kennt. Man kennt es auch vielleicht eher über den Gin, aber zumindest die Marke ist nicht unbekannt. Behrensen ist, denke ich, so ziemlich jedem schon mal irgendwie untergekommen auf irgendeiner Feier, weil sie ja eben auch viele Liköre herstellen, die auf Kornbasis dann an wilden Feiertagen schnabuliert werden. Ja, aber ja. Die anderen vielleicht auch viele sehr unbekannt. Ja, also ich glaube, dass jetzt alle, die hier stehen, zumindest vielleicht die Marke vielleicht schon mal gehört, aber sonst, also bei Behrensen und bei Brandstifter sonst, aber ich glaube so, dass der klassische Korntrinker, den es ja auch noch gibt, hat das wahrscheinlich noch nie getrunken. Ne? Und man sieht damit, die wollen jetzt auch gar nicht, die zielen jetzt gar nicht ab auf den klassischen Korntrinker, sondern die wollen sich eine neue Zielgruppe erarbeiten. Genau, also die wollen nicht den haben, der das jedes Wochenende mit Fanta und Sprite anmixt, ja, und sich damit ordentlich die Feier versüßt, sondern schon auch den vielleicht gediegeneren, also diesen Whisky-Gin-Markt quasi abgrasen. Es soll nicht unbedingt ein Mixgetränk sein, sondern schon auch pur genossen werden können, also hochwertige Produkte, die ja ein bisschen besser sind. Aber bist du ein Korntrinker? Würdest du so einen Korn trinken? Also meinetwegen jetzt, was weiß ich, wenn du ausgehst abends oder so. Jein. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Dann muss ja allerdings wirklich gut sein. Also es gibt so, auch so aus kleinen Dorfdistillen und so, da ist man manchmal überrascht, wie gut der runtergeht. Als so digestiv, aperitiv habe ich das durchaus schon gemacht und in manchen Runden. Und es kommt schon ganz gut an. Zudem habe ich auch schon gute Abende gehabt mit Fanta-Korn oder ähnlichem. Also das gibt es auch, aber das ist natürlich dann eine andere Art. Also die Weise, wie wir es jetzt hier besprechen, habe ich auch schon getrunken, ist aber nicht mein Favorite. Also da würde ich schon eher wahrscheinlich zum Whisky oder zum Rum greifen. Aber ich kann das schon, doch, ich habe da schon gute auch getrunken. Ja, okay. Würde ich schon sagen. Ja. Bei dir ist nicht so? Nö, also ich kann da absolut dem jetzt nichts so abgewinnen. Also das Korn ist eigentlich nicht mein Getränk. Aber wie viele gute Korns hast du denn schon pur getrunken? Weiß ich nicht. Gut, das ist natürlich, weil das ist ja die entscheidende Frage. Also wenn ich jetzt so einen billigen Korn pur trinke, dann schmeckt er natürlich absolut beschissen und ich will am liebsten nach Hause. Wenn ich nicht schon zu Hause bin, dann will ich ins Bett. Aber also ich bin gespannt, wir werden ja einen, denke ich mal, probieren heute, aber genau. Also ich weiß es nicht. Also im Menüprinzip. Ich kann, also aber ich finde auch so, dass es nicht so wirklich. Also ich weiß auch nicht, ob sich da wirklich so ein Trend rausentwickeln kann, wenn man sagt, so Korn, hochwertiger Korn, bitte pur getrinken. Ja? Ja. Was ja schon beim Gin nicht funktioniert. Die Leute trinken ja den Gin auch nicht pur, sondern mit einem Tonic oder sowas. Das stimmt. Aber dann will man jetzt da aufsetzen und sagen, wow, wir machen jetzt Korn für 30 Euro, die Flasche, und bitte trinkt den pur. Aber zum Beispiel der Gin hat ja auch sehr von dem Tonic profitiert. Es kann ja sein, dass jetzt ein Mixgetränk kommt, was perfekt zum Korn passt, ja, was wir noch nicht kennen. Ja. Also das ist ja quasi eine Gegenläufe. Es gab ja auch vorher keinen großen
oh, wir trinken alle Tonic-Move, sondern es gab wirklich diesen einfach Gin-Tonic, was das Getränk nach vorne gebracht hat. Wenn wir jetzt was entwickeln, was cool zum, also nicht ich, sondern, weiß ich nicht, Filsa bringt das neue Korn-perfekte Mixgetränk raus, weiß ich nicht. Nein. Dann, also es gibt ja mit Sicherheit Leute, die sagen, okay, zum Korn passt vielleicht, mir fällt auch nichts ein, was dazu passen könnte. Mathe. Vielleicht passt das, ich weiß das nicht. Das wäre die Möglichkeit. Mate. Kornmate. So, dann hast du, das habe ich glaube ich sogar schon mal gehört. Ja? Ich meine, das nicht. Also Wodka-Mate habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Vielleicht hast du auch schon wieder mit Korn gemixt. Aber das ist wieder auch zu asozial schon. Das ist aber der Punkt. Also ich glaube, es kann passieren, dass man das irgendwie verknüpft noch mit was. Ja, also das wird auf jeden Fall nötig sein, wenn man damit einen großen Durchbruch machen will. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier Produkte, da haben die Hersteller auf jeden Fall sich viel Mühe gegeben. Mhm. Und ja, können wir mal kurz der Reihe nach durchgehen, würde ich sagen, oder? Fangen wir von außen an. Genau, machen wir schnell. Mit dem? Genau, ich habe den Maiberg hier. Das ist 0,7er Flasche, 40%. Schönes Design, einfach gehalten, schlicht, eckig, kühl, kantig, klar. Ne? Da weiß jeder sofort, worum es geht. Ist ein Norddeutscher? Ist ein Norddeutscher. Hamburg. Ja, ne? Hamburg ist Norddeutscher. Ja. Man kann wirklich schon sagen. Haselüne, ja, das ist relativ norddeutsch. Sollen wir zu den nächsten? Also ich würde jetzt nicht tief rein. Ich an. Den Burgenkorn hier, das ist ein gelagerter Korn. Sieht man an der Farbe. Schlitzer Destillerie in Schlitz, das ist im südlichen Hessen. Die machen eigentlich relativ gute Produkte. Den Korn habe ich auch noch nicht probiert. Aber man muss auch bedenken, dass ein Korn, also wenn er jetzt 3 Jahre lagern würde, wäre es auch ein Whisky, ne? Also von daher, gelagerter Korn, kann man sich auch vorstellen, dass das vielleicht was für Whisky-Trinker ist. Okay. Behrensen, die bekannteste Marke, und dann einfach gesagt, okay, Doppelkorn, das müssen wir alles irgendwie mal ein bisschen anders machen, ein bisschen moderner, alles ein bisschen raushauen. Ja. Behrensen Korn 2 Korn oder Korn to Korn, was auch immer du willst. Kommt in so einer Gepa daher. Ja, ist jetzt vielleicht aber so, dass ist zwar innovativ von der Marke her, also vom Design und von der Aufmachung. Ist aber vielleicht nicht der innovativste Korn hier in der Runde. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Nehme ich mich erstmal aus dem Fenster. Ja, okay. Auf jeden Fall, die Verpackung ist schon ziemlich gewaltig. Ja. Ja. Also wollen wir hoffen, dass das, was drin steckt, auch so ist. Genau. So, jetzt haben wir hier den schwarzen Buben in der Runde. Das ist der Berliner Brandstifter. Bitte nicht anzünden und irgendwo reinwerfen, sondern austrinken. Ne? Und kommt aus der Destillerie Schilkin, also wird auch in Berlin hergestellt. Schilkin ist ja auch der Hersteller von Berliner Luft. Ja, und gibt es auch als Gin und auch als Wodka inzwischen schon. Ja. Genau, dann der Vollkorn. Ganz cool, kommt hier in so einem ehemaligen Kornbeutel, also nicht richtiger Kornbeutel, aber so nachempfunden. Kleine Flasche drin, 0,5, 40%, also auch ordentlich was drin. Und halt schönes Design, Apothekerflasche, ihr kennt das. Das ist eigentlich schon auch innovativ mit Korken, so eine Kordel drum, also schick aufgemacht. So, dann kommen wir hier wieder zum Norddeutschen, das ist der Ostholsteiner. The Ostholsteiner. Hm. Kommt aus Ostholstein, wie man sich vielleicht denken kann. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, ist eigentlich auch ein Wodka, sage ich schon. ist eigentlich ein Wodka. Nein, ist auch ein Korn, den viele Kunden sehr loben. Also das soll relativ guter Korn sein. Ja. Habe ich auch noch nicht probiert. Auch noch nicht. Nee. Dann haben wir Storchmanufaktur mit dem Elch obendrauf. Relativ abgefahrenes Design, so ein bisschen bunt, bisschen verrückt aufgemacht. Der Einzige, das ist der jetzt da, das macht man immer beim Drucker, wenn man diese, wie nennt man Kalibrierung. Das Kalibrierung, genau. Kalibrale, so sieht das aus. Was bei den Absatzlinien noch nicht läuft, läuft beim Storchkorn. Also da sind wir quasi Innovationstreiber. Und 35%, also als einziger kein Doppelkorn, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ja, ist jetzt kein Doppelkorn in der Runde hier. Genau. Ja. Gut. Wolltest du noch was in Frage stellen? Nein, ich wollte noch mal gucken. Ja, so, dann zum Nork, dem letzten in der Runde. Das ist auch der, glaube ich, der jüngste von denen. Mhm. Nork ist ein Doppelkorn wiederum, der aus Bremen und Hamburg kommt. Ja. Das geht? Ja, das geht. Also da steht auch Hamburg und Dresden am Hamburg und Dresden. Hamburg und Dresden am Tresen. Hamburg und Bremen am Tresen vereint. Ja, Mensch, naja. Das finde ich ja auch innovativ. Wo wir nochmal beim Fußball sind, hier geht's. Beim Korn funktioniert's. Genau, ja. 39%, also auch schicke Flasche mit einer Kordel hier drum und so.
Ja, gut. Also, ja, jetzt haben wir aber immer noch keinen Korn probiert. Nee, welcher tut es dir denn am meisten an? Auf welchen hast du am meisten Lust? Boah, mir ist das egal, Tom. Also du bist ja hier der Kornkenner, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Also am meisten interessieren würde ich mich irgendwo zwischen Burgen-Gin, dem und dem Nork. Das wären meine drei Favoriten, für die ich mich interessieren würde. Einfach von der Aufmachung. Jetzt würde ich eigentlich es gerne zur Abstimmung an euch geben, es würde ja zu lange dauern. Wir sind ja auch nicht live drauf. Deswegen muss ich mich jetzt entscheiden. Und ich glaube, würde hier jemand zugucken. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den. Komm, weil ich das Säckchen cool finde und ja. Die Aufmachung. Also, wenn ich so optisch sagen würde, finde ich das eigentlich auch die beste Aufmachung. Ne? Ja, das ist auch so, echt mal, das ist so eine coole Sache, das ist wirklich wie so ein alter Weizensack. Vielleicht ein bisschen zu klein, aber und den kann man auch noch für was anderes benutzen hinterher. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich das ja auch erstmal aufkriegen muss, ne? Und dann haben die hier jetzt quasi so ein Siegel drauf gepackt. Ja, das gehört ja jetzt zum Produkt desto dazu, ne? Da muss wenn man dann hinterher sagt, okay, schicke Verpackung, aber scheiße aufzumachen, hast du auch nichts von, ne? Das klang riecht aber gut. Riecht aber schon ganz gut nach so Korn. Steht denn irgendwas drauf wieder? Ja, das steht drauf, ist ein Projekt vom Bodensee. Vom Bodensee, Mensch, richtig südlich ist das. Kleine Sorten, ja. Klassische Barkultur. Er schmeckt pur, einzigartig und ist ein vielseitiger Partner in der klassischen Barkultur. Bin ich ja mal gespannt. Ja. Der jetzt, also wir werden ihn jetzt pur probieren, ohne die klassische Barkultur. Oh, komm, in Ordnung. Das ist aber mit dem Band. Na gut, ich ein Korn daneben und einer ins Glas, oder was? Schon so weit. Naja, doch. Gut, ja. Riecht auf jeden Fall sehr intensiv. Ja, also man riecht schon so diese, doch, diese man Noten. Hat es ist jetzt nicht so schon dieses. So ein, also irgendwie Getreide rieche ich da ja raus, ne? Genau, also. Als wäre man in so einem Lagerhaus für Getreide irgendwie. So. Ja, stimmt. Kommen ja beide, glaube ich, vom Dorf, ne? Also wir kennen das so ein bisschen. Ja, ja. Nebenan vom Hof, da wurde noch das Getreide früher. Ja. Ja, gut, bei mir jetzt nicht, aber. Nee, aber das riecht ganz interessant. Ich würde sagen, cheers. Ja. Schmecken wir uns mal rein. Vielleicht in der Zeit kommentiert ihr mal, was, wie trinkt ihr Korn? Trinkt ihr überhaupt Korn? Ist das was, wofür ihr euch interessiert? Welchen davon würdet ihr gerne mal probieren? Irgendwie sowas. Cheers. Okay. Intensiv, aber lecker. Ja, hat also keine alkoholische Schärfe, muss ich sagen. Das nee, gar nicht. Überrascht mich ein bisschen, obwohl er ja 40% hat. Ja. Ach, vom Bayerischen Bodensee sehe ich jetzt auch hier, ne? Ja, okay. Ja. Ja, also ganz nicht mild, intensiv nee, im Geschmack. Kräftiger genau. Geschmack, aber keine, also gar keine alkoholische Schärfe. Alkoholische Schärfe, ganz, ganz klasse Ding. Ja. Und das ist nämlich auch das, was wirklich gemeint ist mit dem, ne, man kann es pur trinken. Also es ist jetzt nicht so, dass man darauf angewiesen ist, den unbedingt zu trinken. Aber du hast schon recht, zum Trendgetränk reicht das alleine fehlt nicht. Nee. Ja. Aber also den jetzt zum kann Beispiel man jetzt wirklich so ein Gläschen, so einen kurzen Stamperl hier, den kann man trinken, ohne dass man das Gesicht verziehen muss. Das genau. Muss man sagen. Ja, und ist, genau, wie gesagt. Ja, gute Wahl getroffen, Torben. Siehst du? 1 aus 3 und direkt die richtige Wahl. Welchen hättet ihr gerne probiert? Das wäre auch noch ein Kommentar, den ihr mir gerne da lassen wollt. Interessiere ich mich für. Dann würde ich sagen, dir Dankeschön. Euch danke fürs Zuschauen und bis demnächst mal. Jo, ciao. Spaß mit Flaschen, Spaß mit Flaschen. Ja, danke, dass du zugeschaut hast. Hier findest du ein weiteres Video und hier findest du unsere Playlist. Außerdem findest du im Beschreibungstext unten alle Produkte, die wir heute vorgestellt haben. Hier kannst du unseren Channel abonnieren. Jeden Montag ein neues Video. Das würde mich freuen.